Und immer weiter, nächste Mission. Ich denke, wir werden jetzt wieder mal zu Ray fahren. Oh, wir nehmen das. Tja, mal gucken hier, Ray. Komm, Ray, hier. Und los geht's. Wir könnten jetzt auch wieder so einen Sportwagen holen, aber nö. Vielleicht später. Ich habe übrigens festgestellt, seit ich jetzt diesen Patch installiert habe, dass das Spiel zwar stabiler läuft, aber bei jedem Spielstart sind die Grafikeinstellungen weg. Das heißt, ich muss jedes Mal die Grafik neu konfigurieren. Was zwar jetzt nicht unglaublich störend ist, aber ja doch eigentlich schon. Es ist nicht unglaublich aufwendig, aber störend ist es doch. Und ich frage mich dann eigentlich immer, liegt es jetzt am Spiel? Ist es kaputt gepatcht oder liegt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht an Windows oder so? Ich weiß nicht. Ich finde es auf alle Fälle sehr komisch, dass der sich die Einstellung nicht merkt und dass ich das jedes Mal neu machen muss. Hab schon überlegt, ob es vielleicht einfach nur an dem Spielstand oder so liegt. Oder vielleicht hätte ich das Spiel schlichtweg nicht patchen dürfen. Aber ja, ich hatte wie gesagt immer diese Probleme mit dem Abstürzen und so. Na, dann habe ich es halt einfach mal gepatcht. Und vielleicht habe ich es kaputt gepatcht. Man weiß es nicht. Man munkelt. Habe ich jetzt eigentlich noch Waffen hier von wegen? Oh, das wäre Radio gewesen. Ja, na egal. Ja, ich habe scheinbar noch Waffen. Ja, doch, alles noch da. Okay, na dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Museum Peace. Yeah, baby, I'll be there in a little bit. All right, listen, why don't you wear that pink thing, huh? Yeah, the pink thing with the little feathers on the, yeah. I gotta go. Nico, come on in. Okay. Where the fuck have you been? Sorry, you know how it is. I know how it is. Yeah, I know how it is sitting around with $2 million worth of stolen ice waiting to get jumped, if that's what you mean, brains. Were you followed? No. I mean, I don't think so. This town's full of rats, so who knows? What's going on? What's so urgent? I need you to offload this ice for me. So what you going to do for me? What do you mean, what am I gonna do for you? I look after you. I don't need looking after. I need help finding someone. I said I got connections. I'll see what I can do. I'll see what I can do is not good enough. I want your word that you'll find him. Hey, I said I'll look after you. Hey, you know what? It's cool. Get someone else. I'll see you later. Oh, whoa, whoa! Are you fucking kidding me? No! No, I keep doing these favors for you, and you pay shit. No, I need this from you. A guarantee that you will find this man. And I know he's in the city. So either you give me your word or go fuck yourself. I'm sick of this shit. Fine. Fine, you got it. You want my word? You got my word. Good. Who is he? Florian Kravitz. Florian fucking Kravitz? That's right. Okay. Okay, you have my word. In the meantime, head over to the Libertonian. There you're gonna meet that guy named Johnny, and the two of you are gonna exchange the diamonds with a guy named Isaac. Then, you give Johnny half the money, the rest you bring back to me. What's he doing there? He's waiting to get paid. It'll be good. Keep things on a level. People always behave better with company. Sure. Much better getting shot by two guys than one. Is this the merchandise? No, it's my lunch. Funny. Was denn jetzt, ein Pizzakarton? Ach nee, okay, ich dachte schon. Okay, wir suchen jemanden namens Kravitz, so eigentlich. Aber wir treffen uns jetzt erstmal mit Johnny an irgendeinem Seiteneingang von irgendeinem Museum. Machen wir doch, und es regnet. Radio aus. Und ich glaube, wir werden das Auto sogar erstmal behalten. Na komm schon. Einfach weil es bei dem Auto überhaupt nicht schade ist, wenn es kaputt ist. Wobei man natürlich sagen muss, es ist irgendwie bei keinem Auto schade. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier Autos gibt, die wirklich selten sind. Also jetzt gerade nachdem wir ja den Sportwagenladen vor der Nase haben. Der Sportwagenladen. Ist auch ein schönes Wort. Da wären wir wieder bei der deutschen Sprache. Und ich wundere mich, dass das heute so gut über meine Lippen kommt. Normalerweise habe ich damit nämlich übel Probleme. Aber hey. Man weiß ja nie.
wozu es gut ist, wenn es heute mal klappt. Geht bestimmt noch was schief heute, ich sehe es kommen. Oh, das sieht böse danach aus. Nein, geschafft, okay. Beat him up. Kaputt. Ich habe jetzt gerade so ein unangenehmes Ruckeln hier. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video überhaupt dann so sieht. Ich gucke meine eigenen Videos so selten. Okay, ist das dann... Ah, das ist tatsächlich ein Museum. Ja. Und ich muss dahin, wo die ganzen Autos sind. Ja, ist okay. Kriege ich hin. Laute schwarze Autos. Merkwürdig, merkwürdig. Na, schauen wir mal. Wollen wir mal gemütlich hinlaufen. Tralala. Bla. Muss jetzt springen? Tatsächlich. Hab ihn angesprungen. Hey, alright, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Come on, let's get inside. The Lost. Gentlemen, gentlemen, pardon the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we're having a little show and tell, let's see some money. Of course. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show him the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Isaac, these are great. Definitiv. Oha. Der ist nicht sehr sympathisch. If you motherfuckers wanna die, do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man! Jetzt lass doch mal den Quatsch, der macht die alle tot hier. Na toll. Was soll ich jetzt machen? Lade. Flüchte aus. Das sind aber viele. Ist hier noch einer, der mich hier gerade so ein bisschen... Okay, also das funktioniert noch nicht. Machen wir es eben so. Komm schon, hier. Oha. Okay, okay, geh mal runter hier. Okay, kommt hier noch was? Schönes Ding. Lass mal gucken. Schlecht. Besser. Das ist aber nicht sehr nett. Von hinten? Oh Leute. Das können wir nicht mit mir machen. Ich bin nicht gewusst, dass ich komme. Na, das klappt doch alles schon mal ganz gut bis hierhin. Jetzt nicht wieder irgend so ein paar Pisser von hinten kommen. Schöner Schuss. Ich weiß auch gar nicht, wo es rausgeht, um ehrlich zu sein. Ich muss hier rücken vielleicht. Fuck off! Üblicherweise markieren ja die Gangster den Weg. Hey, ich hab doch nur eindeutig getroffen. Jetzt ist aber nur wirklich gut hier. Ah, hier ist die Treppe, okay. Schuss. Guter Schuss. Sehr guter Schuss. Und ich nichts hinter mir? Ach nee. Ja, ihr zwei seid ja niedlich. So, und weiter geht's. Schön, das klappt gut.
zwei Schuss, das wäre auch mit einem gegangen. Und da ist eine neue Weste, da ist endlich mal eine neue Weste. Mal gucken, wo wir jetzt hier aufräumen müssen. Ach, da vorne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm raus, komm raus. Der nervt. Das machen wir jetzt ein bisschen anders hier. Na komm schon. It's you or me. Au. Ah, nee. Ach, nur das. Von hinten, Leute, ich hasse das wie die Pest, ey. So, jetzt aber raus hier, komm schon. Lauf, 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 komm. Na. Habe ich nicht auch noch Handgranaten? You are going down, my friend. My leg! Nowhere else to go. Your ass is mine. Die Sache mit den Handgranaten hat sich bewährt. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. Gehen wir vor an die Kante. Okay. Da ist doch wieder einer, der hier irgendwo rumhockt und mir den Tag versauen will. Ey. Junge, da ist gerade eine Handgranate hochgegangen. Eine Handgranate, ey. Ist ja nicht irgendwie so... ich glaube, wir sind unten. Okay. Was hängt Isaacs Crew ab? Das war kein sehr schlechter Schuss. Komm, wir nehmen ein Auto. Was, ich muss jetzt hier weg, oder was? Sehe ich das jetzt richtig? Ja, ich sehe das richtig. Okay, hau mal Radio aus. Okay, jetzt wäre es natürlich pfiffig gewesen, ein schnelleres Auto zu haben. Ja, mal gucken, ob mal die Jungs hier zeitnah loswerden. Aber das sieht doch ganz gut aus, glaube ich. Die kommen da nicht hinterher. Wenn sie es nicht ganz dumm anstellen jetzt. Indem wir jetzt einfach irgendwo, nicht irgendwo reinfahren, zum Beispiel. Zum Beispiel so, das war doof. Aber wir haben es geschafft. Wunderbar. Cooles Ding. Okay, das ging leichter als gedacht. Ja, hier, dann gleich mal zurück zum Versteck. Einmal wenden. Ja, bitte einen U-Turn machen. Mach bitte ein U-Wenden. The deal didn't go so good, Ray. Johnny's got the cash. I don't know who has the diamonds. Shit, that biker piece of crap better not be pulling nothing. Come back and see me. Ja, wir gehen gleich wieder zu Ray. Das bringen wir nämlich jetzt zu Ende. Aber, als erstes fahren wir nach Hause und speichern. Das wollen wir nicht verlieren, was wir jetzt haben. Und dann brauchen wir unbedingt eine Schutzweste, denn die letzte haben wir verplempert. Boah, war ja klar. War ja klar. Ich hab's nicht anders erwartet. Aber ich gebe mir alle Mühe, es auch immer wieder zu schaffen, wie man sieht. Also soll keiner behaupten, ich würde mich nicht bemühen. Ja, stand im Zeugnis früher schon. Ne? Hat sich stets bemüht. Und ja, reicht ja auch. Ne? Hallo. Haha. Ist ein Kaffee fallen lassen. Aber wir brauchen dann erstmal Waffen und Rüstung und das ganze Zeugs und ja, halt, das brauchen wir dann erstmal alles. Aber vorher erstmal schön speichern. F.
Na komm. Mein Gott, gehst du langsam schlafen. Und du könntest dich mal zudecken überhaupt, ist bestimmt kalt. Das wäre auch noch geil. Irgendwie so Jahreszeiten. Das wäre echt nice. Würde mir gefallen, wenn es so Jahreszeiten geben würde. So richtig, wo man sich auch im Winter halt dann, wenn man so friert oder so, wenn man sowas anziehen muss. Oh, da gibt es so viele Möglichkeiten. Vielleicht gibt es da auch einen Mod für, ich weiß nicht.